Forschung auf Weltallniveau, wie immer dargeboten von den Science Busters, der nach wie vor schärfsten Science Boygroup der Milchstraße. Man nehme einen Kabarettisten im pinken Shirt. Wieder auch vor geraumer Zeit punktförmig entstanden und dehne mich seitdem unkontrolliert aus. Einen Professor für theoretische Physik, der Alpaka-Köttel züchtet. Habe ich immer mit. Sie haben immer Alpaka-Bämmerl mit. Ja. Und einen Experimentalphysiker, der stets den richtigen Ton trifft. Heraus kommt Naturwissenschaft, die begeistert. Seit 3 Jahren widmen sich die Science Busters Themen, die die Menschen im Alltag bewegen. Unter anderem darf man mit einem homöopathischen Vollrausch noch Auto fahren und kann man sich beim Lichtfasten mit Energiesparlampen besonders kalorienbewusst ernähren. Was lustig daherkommt, ist durchaus ernst gemeint. Die Science Busters wollen die gesunde Skepsis wiedererwecken und Lust auf Wissenschaft machen. Die Idee stammt von Professor Oberhummer, fast Nobelpreisträger und gern gesehener Talkshow-Gast. Ich wollte das immer schon machen, den Leuten zu erzählen, wie spannend Naturwissenschaft ist. Und jetzt in meiner Zeit nach der Hochschulkarriere kann ich das endlich machen. Sie müssen sich das so vorstellen, ich durchschieße Sie mit einer Maschinengewehrsalve und Sie reparieren das selber. Das kann dieses fantastische Teilchen. Unglaublich. Und es kommt an. 35 verschiedene Bühnenprogramme haben die drei Österreicher schon geschrieben. Selbstironisch und gern mal politisch inkorrekt greifen sie auch aktuelle Theorien aus der Naturwissenschaft auf. Die ersten Sterne sind schon entstanden, diese primordial irgendwas? Nicht primordial irgendwas, primordial Sonnen. Die haben sich dann begonnen zu entwickeln. Das heißt, wenn die Primordialsonnen dann später ihren Enkeln erzählt haben von der Frühphase, was haben wir gehabt damals? Nichts haben wir gehabt, Helium, Wasserstoff hat ja nichts gegeben damals. Selten sind sich die beiden Physiker mal einig. Wir haben es durchgerechnet, wir haben es uns angeschaut. Es gibt einen neuen Satelliten. Und am Ende muss immer der Kabarettist einschreiten. Sie bleiben dabei, die String-Theorie ist die Theorie Ihrer Wahl, um die Universumssysteme zu lösen. Wunderbar. Aber es ist eine Theorie, die eigentlich nur eine Hypothese ist. Muss man sagen, die Mathematik ist so kompliziert, dass sich kaum wer auskennt. Und alle Vorhersagen bislang waren falsch. Waren sich noch nicht eingetroffen, das war nicht falsch. Ja, nicht auf der Bühne, sondern bei uns im Studio. Martin Puntigam, herzlich willkommen bei einer neuen Show der Science Busters, heißt es immer am Anfang Ihrer Show. Wie kam es zu dieser Idee? Die beiden Physiker waren schon auf der Bühne. Das war das große Glück. Die haben einen großen Drang in die Öffentlichkeit und wenig Fertigkeiten im Reden aufzuhören. Das heißt, die wissen beide viel und wollen einander übertrumpfen. Und ihre ersten Auftritte haben so 5,5 Stunden gedauert. Und dann haben sie sich einen Moderator gesucht, der das Ganze mit Humor zusammenhält. Und es ist im Wesentlichen meine Aufgabe, den Physikerflüsterer zu machen, der sagt, jetzt reicht's ja wieder und jetzt redet der andere. Sie kommen mit Ihrer Show wahnsinnig gut an, haben schon zahlreiche Preise abgeräumt. Ein sehr dicker Physiker und ein relativ alter Physiker und ein Kabarettist mit tadellosem Geschmack. Warum kommt das bei den Leuten so gut an, was meinen Sie? Genau deshalb. Also wir repräsentieren nicht diese wenigen Menschen, die sehr gut ausschauen auf der Welt, sondern die, die so mittelgut ausschauen oder schier sind, wie man in Österreich sagt, also hässlich. Und das Trikot selber ist ja tatsächlich die Eleganz auf zwei Beinen. Das vergessen die meisten. Das ist das Siegertrikot vom Giro d'Italia. Ah, okay. Also das kriegt der Sieger, nicht der, der nach 5 Kilometern absteigt, weil ein Loch im Reifen hat, sondern der Sieger. Und das hat auch eine genaue Funktion im Theater. Das heißt, die kommen raus, die Menschen, die im Theater sitzen, haben alle ihren Alltag mit, haben gestritten, sind ein bisschen krank, haben viel gearbeitet, was auch immer, und denken an irgendwas anderes. Und dann komme ich auf die Bühne in dem Trikot, noch dazu mit den Nippeln. Sehr schick, ja. Und dann denken sie die einen um Gottes Willen, wie schaut der aus? Oder Gott sei Dank habe ich die Probleme von dem nicht. Oder wie toll oder was auch immer. Und sind gedanklich bei uns und dann kann man sie mit Physik füttern. Wissenschaft kommt ja sonst immer ein bisschen staubtrocken daher. Ist Humor genau das, was der Wissenschaft fehlt?
Das ist schwer zu sagen. Es ist schon gut, wenn die Wissenschaft Wissenschaft macht, weil sonst wird es irgendwann einmal unwägbar und geschmäcklerisch und dann ist keine Wissenschaft mehr. Und es gibt ja nicht nur die Nobelpreise, sondern die Ig Nobel Prizes, wo das eh sehr viel aufgelockerter präsentiert wird. Es ist günstiger für solche wie mich, wenn Wissenschaft mit Humor verbrämt wird, weil dann kann ich es auch verstehen einigermaßen. Mhm. Wollen Sie denn vor allem unterhalten oder auch aufklären? Ich glaube, den Physikern ist das Aufklären deutlich wichtiger. Ich komme von der Unterhaltung, aber ich habe in meinen Soloprogrammen immer einen starken volksbildnerischen Drang. Das heißt, in meinen Soloprogrammen kann man lernen, wie man Bomben baut oder wie man mit einem Nachtsichtgerät im Keller den Nachbarn drangsaliert. Also da gibt es immer genaue Anweisungen, wie man Dinge macht. Also das findet beides statt. Und Sie sind dann so eine Art Dompteur, wenn Ihre Kollegen mal so ins wissenschaftliche Faseln kommen? Also wenn die wirklich anfangen, über Physik zu reden, das, was sie manchmal in der Garderobe machen, da staune ich nur, was das eigentlich in Wirklichkeit ist. Auf der Bühne machen wir die Light-Version davon. Und unser Ansatz ist, ich zwinge die beiden so lang zu erklären, bis es ich verstehe. Und dann hat das Publikum in der Regel eine gute Chance, das auch zu verstehen, weil die meisten Menschen sind doch maximal so dumm wie ich. Viele sind gescheiter im Publikum, also dann geht das. Aber Sie sind inzwischen auch ein bisschen schlauer geworden. Und können Sie denn jetzt unseren Zuschauern, die sich schon auf die nächsten Wochen freuen dürfen mit Ihnen, so ein bisschen Appetit machen auf die Science Busters? Ja, es gibt immer uns drei zu sehen, abwechselnd in gespielten Witzen mit Physik und tolle Versuche. Also wir werden einmal über zwei Folgen lang einen Schweinsbraten zubereiten, wo dann am Ende die Kruste tatsächlich so hart ist, dass man drauf steppen könnte, also die wirklich zwischen Gumme, zwischen Zunge und Gaumen zerspringt, wie der Werner Gruber, dessen Spezialität die kulinarische Physik ist, sagt. Wir werden über das Oktoberfest reden und auch da über zwei Folgen, nicht nur besprechen, wie man laden muss, was man essen muss, um besonders weit erbrechen zu können, okay, sondern alles Gegenteil. Wir werden mit 200 Watt Glühbirnen Glühhähnchen zubereiten. Und da ist einiges Show dabei. Also Sie können sich auf jeden Fall freuen und wir bedanken uns schon mal ganz herzlich für diese würdige Vertretung. Vielen Dank, schöne Sommerpause. Ja, danke schön.